Ari sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem passenden Video dazu. Beginnend heute jetzt im Moment hier am Strand von Maspalomas am Steg. Wir haben wunderschöne Wellen, aber das Ganze hat ja erst vor ein paar Minuten begonnen und zwar im Campo International. Ich zeige euch den Weg hierher bei den Hotel Tabaibas vorbei und dann gibt es auch noch was zu sehen, denn landunter auf dem Weg am Steg, am Boulevard, am Fußweg zum Leuchtturm gerade hinter mir. Ich zeig's euch mal. Ja, da gegenüber vom Elsener Tor, da war das letzte Hochwasser so hoch, dass das Wasser über die Absperrung getreten ist und sogar in den Elsener Tor ins Restaurant, nicht ins Restaurant, aber in den Barbereich, wo der Kiosk steht, hineingelaufen ist. Also freut euch auf das schöne Wettervideo heute hier, Wetter unterwegs, wie ich es nenne. Habt viel Spaß dabei, die Eindrücke. Der morgendliche Gruß geht überall hin und ich bedanke mich, dass ihr dabei seid, dass ihr abonniert habt, die Videos teilt, weiterleitet an Freunde und Bekannte. Und ich versuche mein Möglichstes, die schönsten Momente hier einzufangen, wie jetzt gerade eben hier die Wellen am Strand. So, und immer mehr Wassersportler gehen jetzt hier über die Steine ins Wasser, denn so glauben sie, die schönsten Wellen, die sind da vorne. So, jetzt viel Spaß mit dem Anfang des Wettervideos im Campo International am Barranco de Maspalomas. Ja, viele Wege führen nach Rom und einige auch an den Strand von Maspalomas. Das aktuelle Wetter und das Wettergeschehen, das ist ja in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Aber jetzt erstmal hier der Blick im Campo International über den Barranco Richtung Berge. Tief hängende Wolken, aber ganz weit hinten. Wunderbares, schönes Wetter heute Morgen. Jetzt im Moment 20 Grad, kein Wind. Ich würde sagen, Sonne pur. Wir drehen uns jetzt auch gleich mal. Ja, das ist nicht nur schön, jetzt hier an den Strand zu können oder zu dürfen oder zu fahren, sondern auch der Weg dahin. Das ist ja auch möglich, verschiedene Routen hier zu nehmen, auch wenn man hier mal lebt oder wohnt. Als Fußgänger entweder hier am Barranco entlang oder ich zeige euch jetzt eben die andere Möglichkeit hier an der Straße hier vorne lang zu fahren oder zu gehen. So, und dann nehme ich euch gleich mit. Da vorne ist das Shopping Center Faro 2. Und da die Anlage Albaricoques bzw. Los Tunos und auch Vias Florian hier. So, wir fahren jetzt hier Richtung Hauptstraße, Canary Garden vorbei. Ja, eine wunderschöne kleine Anlage hier, die war vor Jahren zu verkaufen, Los Leones. Hier gibt es gemischt Privathäuser und eben auch touristische Anlagen. Wie hier die Anlage Club Maspalomas. Suites und Spa, also auch sehr, sehr beliebt. Und dann die Grünzonen, die grünen Wiege und
kleinen Gärten hier. So, wir wollen ja Richtung Strand. Das ist ja unser Ziel und wir fahren jetzt bis zum Dabeiber. Hier gibt es auch Fahrrad- und Fußwege. Dieser Weg ist jetzt gekennzeichnet als Fahrradweg für beide Richtungen. Hier mit den Trimmgeräten. Möglichkeiten auch ein bisschen Gymnastik und Übungen zu machen. Ja, Wetter unterwegs, was soll ich sagen? Wir haben Temperaturen jetzt heute Nacht 18 Grad gehabt. Morgens ist es ein bisschen frischer, ganz klar. Und Höchstwerte werden wieder um die 26 Grad erwartet. Tendenz steigend, es soll wieder wärmer werden. Ja, die Realität gibt es heute am Strand, heute Nachmittag. Und ich überquere jetzt den Seitenarm vom Barranco. Und hier an den Hotels vorbei. Maspalomas Princess, das erste hier. Und daneben das sind Riesenhotels, die beiden hier. Sieht man erstmal so, weil man den ganzen Block umfährt. Dabei war Prinzess hier. Ja, die Lage ist sehr, sehr gut von den Hotels. Die sind auch genauso zwischendrin. San Fernando, Playa de Inglés, Maspalomas, Meloneras. Die haben eine gute Anbindung. Und man hört auch schon was, also ein bisschen lebhaft. Viele Engländer, glaube ich, hier. Schöner Sichtschutz hier, schade für uns. Wir können nicht reinschauen jetzt. So, jetzt sind wir wieder hier am Golfplatz, am Campo de Golf. Für alle, die jetzt wissen wollen, wo wir sind, hier kann man es auch sehen auf der Karte, das Pepinero, das Lokal. Soll natürlich ein bisschen aufpassen. So, hier ist noch keiner im Pool. Hier ist noch keiner im Pool. Und dann der gewohnte Gang, dann melde ich mich wieder vorne an der Charka. Und schon sind wir wieder an der Charka, beziehungsweise dann auch gleich am Meer, also zu Fuß etwa 25 Minuten. Mit dem Fahrrad sind es 7 Minuten, 5 bis 7 Minuten. Ja, hier wird es immer ein bisschen lauter, Vogelwelt-mäßig meine ich. Wunderschön der Blick morgens.
Hier haben wir auch ein Thermometer. 22 Grad zeigt es jetzt an, 9 Uhr und 4 Minuten. Das geht meiner Meinung nach immer sehr, sehr genau hier. Ja, nach Ostern ist es immer üblich, dass es so einen kleinen Knick gibt von den Belegungszahlen. Und das merkt man auch deutlich, dass es weniger jetzt ist. Dass weniger Menschen hier unterwegs sind auch. Und dieses Wochenende ist ja das nach Ostern. Also jedenfalls gestern war auch spürbar, sichtbar weniger. Aber was haben wir wieder für schöne Wellen? Und das schauen wir uns natürlich an. Willkommen am Strand von Maspalomas. Ja, und das Wasser hier bei der letzten Flut ist bis hierher gekommen, noch etwas höher. Das ist ja auch nicht ganz normal jetzt. Schaut her, bis zum Eingang hier vom El Senador. Ja, über das Wasser hier, den Wasserschaden, den Zustand, habe ich ein kleines Video gemacht. Für den es interessiert, der kann sich das dann eben ansehen. Hier wird auf jeden Fall auch noch das Wasser gerade rausbuxiert. Hier am El Senador, da ist Land unter gewesen. Also, wen es interessiert, der kann das dann sehen. Weiter mit dem Wetter. Hier ist die Surfschule, die jetzt sozusagen diese Trockenanweisungen hier geben an ihre Schüler. So, das Wetter heute wieder unterwegs, wenn man so möchte. Ja, es ist doch viel Feuchtigkeit in der Luft. Das sieht man hier auch, wenn man hier jetzt gegen die Sonne schaut. Ja, und was für schöne Wellen wieder heute Morgen. Was für ein schöner Anblick. Ja, die ganzen Wassersportler heute hier auf dieser Seite vom Steg. Das bedeutet, die haben mehr Ahnung, die wissen, wo die schönsten Wellen sind, und das stimmt auch hier.
Oh, da ist gerade ein Fisch rausgesprungen. Schade, den habe ich leider nicht mit drauf. Wunderschöne Wellen heute hier. Am Strand von Maspalomas am Morgen um 9 Uhr. Wahnsinn. So, wir kommen zu den aktuellen Wetterdaten und zwar heute am Sonntag, den 7. April 2024. Wassertemperaturen 20 Grad, Höchstwerte heute um die 26 bis 27 Grad, Tiefstwerte waren es 18, 19 Grad heute. Um 7.45 Uhr Sonnenaufgang, um 20.22 Uhr Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten: Niedrigwasser war um 7.13 Uhr, Hochwasser ist um 13.21 Uhr und um 19.27 Uhr dann wieder Niedrigwasser. Ja, und ich bin mal wieder froh, hier zu sein und das mir ansehen zu dürfen. Und das ist jetzt von hier oben doch ein bisschen schöner noch wie unten direkt am Wasser. So viel Zeit muss sein, dass man da ganz einfach auch noch mal ein bisschen weiter schaut. Hier ist auch das Wasser rübergekommen, sehe ich gerade. Also das wird doch interessant zu sein, heute hier um 13:30 zu sein, wenn wir hier Hochwasser haben. So, und die meisten dieser Wassersportler, die befinden sich jetzt hier links von mir und deswegen mache ich hier nochmal einen kleinen Stopp.15 Stück zähle ich jetzt hier. Die warten auf die Welle. So, jetzt scheint sich da ein bisschen was zu tun. Ja, wunderschön anzusehen, was die da machen auf dem Wasser. So, deswegen werde ich jetzt aber auch aufbrechen. Nicht deswegen, sondern auch weil es so schön ist. Und ich sage jetzt schon mal, ja, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Und vielleicht sehen wir uns ja hier zum nächsten Hochwasser am Strand von Maspalomas. Hasta luego, hasta später.
Musik.